Hallo Leute, ich habe mich jetzt hier in meinem Haus gewesen, dem Main, mit Julian getroffen. Und da wollen wir jetzt weiter ein bisschen Karpfen angeln und versuchen, dass wir irgendwas fangen. Wie gesagt, der Main befische ich jetzt eigentlich seit über 40 Jahren. Habe da ganz normal angefangen mit Raubfischangeln, Stippe, Fiedern, mit der Steckrute, auch alles drum und dran. Und bin dann irgendwann schon früh, Mitte der 90er Jahre, habe ich hier angefangen, Karpfen zu angeln. War am Anfang, wie fast überall, sehr schwer, dass ich die Fische auch erstmal an den Köder dran gewöhnen muss. Und wir haben damals nicht wie heute gehabt, das Internet. Das gab es früher zu der Zeit, wo wir hier angefangen haben zu fischen, eigentlich nicht. Und wir mussten uns eigentlich alles selber beibringen. Man konnte kein vernünftiges Tackle kaufen. Meine erste Karpfenrute zum Beispiel war eine starke Hechtrute gewesen, mit denen, wo ich am Main gefischt habe, 3,30 Meter lang. Wir haben viele Probleme, wir haben viele Fische mit einer kurzen Rute verloren, weil sie unten in die Steinschüttungen lang geschrammt sind. War ein ganz großes Problem. Wie gesagt, der Main hat eine sehr große Vielfalt. Du kannst eigentlich hier mittlerweile alles fangen. Ich sage, die letzten Jahre ist es wieder viel schwerer geworden wie Anfang der 2000er, weil das Gewässer ist jetzt mittlerweile so sauber, das hat fast Trinkwasserqualität, wenn nicht sogar Trinkwasserqualität. Und dadurch hast du auch viel mehr Nahrung. Mittlerweile hast du sehr viele, wenn du nachts ins Wasser reinleuchtest mit der Kopflampe und so, siehst du in der flachen Stelle siehst du sehr viel Bachflohkrebse. Ich habe auch teilweise vor ein paar Jahren schon Aale gefangen, wo richtig rotes Fleisch hat, weil die Hauptnahrung der Bachflohkrebs war. Wie gesagt, jetzt sind wir wieder beim Karpfangeln und ich erkläre euch dann mal ein paar Sachen, wie ich mal Plätze suche, was wir hier machen, wie wir füttern, wie wir auswerfen, alles drum und dran. Zum Beispiel hier an dem Platz, das ist eine ganz leichte Ausbuchtung, also man hat hier Drehströmung. Und was jetzt um die Jahreszeit, ich habe da vorne einen Mirabellebaum mit roten Früchten und so weiter. Und ich hatte vor ein paar Jahren, wie ich mal hier gefischt habe, hatte ich einen Karpfen, wo ich gehältert hatte, wo ich 2, 3 Mirabellenkerne im Sack dann später drin hatte. Und seitdem befische ich den Platz gerade um die Jahreszeit, Juni, Juli, wenn die Mirabelle reif sind, sehr gern mit roten Köder. Habe jetzt hier auf der Rute habe ich einen Schneemann drauf, einen roten Köder mit einem gelben Pop-up, weil ich auch Mais immer dazu gefüttert habe. Und den werfen wir nachher gerade näher an den Mirabellebaum dran und schauen mal, was dann geht. Da sind unsere Lieblingsfreunde, was du am Fluss halt immer hast. Da hat mir die letzte Woche sogar eine beide Rolle komplett leer gezogen, weil die leider manchmal doch sehr oft direkt am Ufer lang fahren, weil es hier wird ja gleich tief. Du hast hier keine besonders große Fahrrinne. Es geht eigentlich ziemlich konstant bis über die Mitte vom Wasser geht eine Tiefe raus, dann hast du eine tiefere Rinne und dann wird es drüber auch wieder nur ganz langsam flach. Also ist hier eigentlich von den Spots her und so weiter ist es hier eigentlich nicht so prickelnd, aber durch das, dass du hier eine Ausbuchtung hast und da geht es wieder leicht nach außen, hast du hier eine sehr schöne Drehströmung. Und das war es jetzt für das erste Mal, jetzt werfen wir erstmal die erste Rute raus. Circa 4,50 Meter ist es da schon tief, 5 Meter vorm Ufer. So, die erste Licht. Bei der zweiten muss ich jetzt ein neues Rig bauen, weil da hatte ich einen Waller drauf gehabt. Der hat mir der Hake ziemlich kaputt gemacht. Und da bauen wir jetzt erstmal ein komplett neues Stiffrig wieder. Ich bin jetzt auch jetzt nicht wirklich ein Mensch, obwohl man sehr viel Zeit am Wasser hat, wo Rig vor bin. Ich bin mir so eigentlich direkt immer, weil ich nie komplizierte Rigs oder so bin, sondern alles immer ziemlich einfach halt. Dann habe ich auch innerhalb von 2 Minuten wieder ein neues Rig angeködert, angebunden und kann wieder die Rute rauswerfen. Wie gesagt, ich habe hier sehr viele halbe Boilies gefüttert, was halt, dass es auch besser liegen bleibt in der Strömung. Und warum sollte man da nicht auch mit halbe Köder fischen? Wie gesagt, das ist jetzt hier ein steifes Vorfach. Das ist gerade, wie gesagt, bei der Strömung, da schwimmt das Rig ja sehr viel durch die Gegend und so weiter und auch finden dann viele Weißfische, dass sie das nicht so extrem vertüdeln können. Man nimmt man ein steifes Vorfach. Wie gesagt, wir fangen jetzt an, mache gerade mal so 50 cm Vorfach runter. Das ist ein 50er Ecstasy von meiner Firma, Firma Anaconda. Jetzt fangen wir an, mache erst mal eine kleine Schlaufe.
Also wenn wir so Gäschen an der machen, dann kann er nicht so gut ausspülen. So wie man das macht, wie gesagt, die Aromen und die Duftstoffe, die Inhaltsstoffe von dem Boilie schwemmen sich so viel leichter aus, wie wenn er fertig zusammengekocht ist. Wenn ich jetzt anders herum mache, hebt sich ja eigentlich der große Vorteil von einer halben Boilie wieder auf. Dann Hake. Nehme ich hier am Fluss sehr gerne Hake mit nach innen gebogene Hakenspitze, da die weitaus schlechter stumpf werden. Da kann man auch mal ein paar Fisch mit der Spitze fangen, weil du hast hier, das Rig ist immer in Bewegung. Und dadurch ist, hast du auch ruckzuck eine Hakenspitze zerstört. Dann nehme ich hier unseren Power Carp 2, den Piercer Hake in Größe 2. Im Fluss muss alles ein klein bisschen massiver und stabiler sein. Ich lasse auch sehr gerne den Abstand vom, zwischen Beule und Hakebohre immer ein klein bisschen größer, weil da können Weißfische länger dran rumspielen, ohne sich zu haken. Und du musst nicht alle paar Minuten oder paar halbe Stunden raus und musst irgendeinen Weißfisch abhaken. Wenn das Vorfach länger ist, hake sich die Brasse weitaus schlechter, wie wenn du ganz knapp am Hake dran bist. So kann der Fisch eine ganze Weile dran rumspielen, bis er vielleicht dann doch der Hake kriegt. Aber so mit dem langen Haarabstand habe ich eigentlich sehr wenig Weißfische, wo ich fange. Also ganz simpel, einfach No-Not gebunden. Mehr brauchst du da nicht. Stinknormales Safety Bolt Clip mit Gummi. Ich habe hier eine 60er Schlauchschnur vorgeschaltet. Da brauchst du auch keinen Gummischlauch, nichts und so weiter. Mit einer dicken Schnur verletzt sich der Fisch auch sehr selten. Hier den Sleeve haben wir jetzt über meinen Schnellverschluss, den Wirbel drüber gezogen, dass da nichts passiert. Und es ist auch, du hast beim, wenn du weiter werfen musst oder so, oder auch hier, welche Strömung, hast du da ein bisschen mehr Abstand zum Blei, dass ich die Schnur nicht so einfach da rumwickeln kann. Da wir ja die erste Rute flussabwärts geworfen haben und dass die Rute nicht so nah zusammenliegen, werfen wir die jetzt gerade raus. Ich habe da eine Kante, wo runtergeht, bis ungefähr 5 Meter Entfernung vom Ufer. Dann kommt eine Steinschüttung und gefüttert habe ich bis 40 Meter ungefähr mit der Groundbeater-Schaufel. Und in die Mitte dort davon werfe ich die Rute jetzt hin. Ich fische jetzt hier mit Anaconda Matrix Boilies. Ich habe die einmal in Salomon und Robin Red dabei und habe die noch ein klein bisschen gesoakt im Salomon Dip und schmeiße jetzt so ungefähr alle 3 Stunden oder 4 Stunden kontinuierlich, fütter ich den Platz mit ungefähr 1 bis 1,5 Kilo 24er und 20er Boilies, wobei gut die Hälfte davon auch geschnitten ist. Wir haben hier einen ziemlich ebenen Untergrund. Durch das, dass wir seit Jahren eigentlich kein richtiges Hochwasser mehr haben, sind sehr viele Plätze, wo früher die Boilies immer zwischen Steinen geblieben sind. Da ist mittlerweile sehr viel versandet. Und durch das, dass es so versandet ist, treiben die runden Boilies halt ruckzuck komplett weg. Und deswegen habe ich viel halbe Boilies dabei, dass die danach immer richtig gut auf dem Platz liegen bleiben. Das ist, wenn ich anfange mit dem Vorfüttern, dann habe ich eigentlich immer mal gut 50 Meter Fluss, oder 30, 40 Meter Fluss aufwärts von meinem Ding, von meinem Futterangelplatz fange ich an zu füttern. Und es fangen meistens 2 Wochen davor an, spätestens jeden zweiten Tag haue ich dann ungefähr 5 Kilo Futter, das was aus Partikel, Pellets und Boilies besteht. Und je näher ich am Angel komme, desto mehr reduziere ich den Platz, dass ich da eigentlich nur noch beim kurz vorm Angeln direkt über den Platz anfangen zu füttern. Napzus brauchen wir dann überhaupt nicht mehr füttern, weil es treibt ja eher automatisch napp und die Fische werden dann von unten hochgezogen. Beim Füttern fängt man so an, vom Ufer rauszus, dass Fische, die am Ufer entlang schwimmen, dann Fleisch von dem Futter auch rauszus gezogen werden, weil da direkt in Ufernähe, da sind sehr viele Steinschüttungen und da hast du eigentlich nicht viel Chance, deine Montage wieder rauszubekommen, wenn sie drin hängen.
wo ihr auch am Fluss und in der freien Natur immer wieder aufpassen müsst. Es gibt ja sehr viele Tiere. Und wenn das jetzt beim Füttern der Beulisnerve hinfällt und ihr räumt ihn nicht weg, dann hast du ruckzuck massenhaft Ratten auf dem Platz. Und was die mit eurer Tasche, mit eurer Sache alles drum und dran machen, brauche ich euch nicht erklären. Deswegen immer gucken, dass kein Futter auf dem Boden liegt. Und vor allen Dingen sehen dann an die anderen Angler, dass hier gefüttert wird und mit was gefüttert wird. Also immer versuche, euren Platz sauber zu halten. So, das war's jetzt. In 4 Stunden wird dann wieder gefüttert. So, und jetzt heißt es warten. Kommt das nächste Sportboot angebrettet. Ne, das ist jetzt sogar die Wasserschutzpolizei. Ihr fragt euch vielleicht auch, warum so eine helle, auffällige Schnur. Wir haben jetzt hier schon ein paar Mal gesehen, wie die Sportboote durchfahren. Aber hier fahren ja auch Kajaks und Kanus durch die Gegend. Und wenn ich weiter draußen angel und so weiter und habe eine durchsichtige Schnur, wo die Leute überhaupt nicht sehen, dann passiert sehr oft, dass die da mit den Kanus oder Kajaks in die Schnur reinfahren. Hast du aber so helle, auffällige Schnur, wo wirklich auch leuchtet, wenn die Sonne drauf fällt, und da sehen das die Paddler viel eher und können der Schnur ausweichen und es gibt keinen Zirkus. Weil ruckzuck reißen die alles ab oder die können sich ja sogar, je nachdem wie die Schnur gerade in dem Moment ohne irgendwo festhängen, können die sich auch richtig schwer verletzen daran. Und deswegen, so helle, auffällige Schnüren kann ich gerade fürs Fließgewässer nur empfehlen. Den Spot hier habe ich mir ausgesucht, weil das einer von den nächsten ist. Da muss ich eigentlich nur 200 Meter über die Wiese mit dem Trolley fahren. Die anderen Plätze, wo ich so weiter runter zu habe, das sind es als 1,5 bis 2 Kilometer, wo ich mit meinem Trolley durch die Gegend marschiere. Ich habe den großen Vorteil, die Plätze da unten habe ich dann meistens für mich alleine. Und hier kann man davon ausgehen, dass wenn ich weggehe, spätestens 2, 3 Tage später ist der Platz wieder besetzt, weil es die meisten Leute sehen. Wir haben auch hier von der Strömung her alles drum und dran recht interessante Sachen. Wir sind eigentlich schräg gegenüber vom Bayernhafen, einer der größten Hafen, wo wir in Bayern haben. Und da kommt das, läuft das Wasser so rein und raus. Es sind sehr viele Schiffe, wo hier drehen, bevor sie in den Hafen reinfahren oder rausfahren. Und dadurch hast du eigentlich hier immer Bewegung im Wasser. Und dann ist hier ganz, das sieht man jetzt sehr schlecht, ist hier ganz leichte Ausbuchtung, wo dann der Nerve wieder vorzus geht unter den Bäumen. Das heißt, du hast hier ganz leichte Drehströmung. Und so Drehströmung ist immer eigentlich ein großer Vorteil, weil das Futter auch länger liegen bleibt. Das Flussangeln, wenn man mit einem kleinen bisschen Erfahrung, wenn man sieht, wie die Strömungen laufen, man sieht auch ganz genau, wenn irgendwo ein Loch ist oder was, das meistens, wenn ein Schiff vorbeifährt, hast du dann fast wie ein Muldi im Wasser, da erkennst du dann, da ist ein Loch drin. Es ist ganz einfach, wie gesagt, wenn man so Plätze sucht und so weiter, nimmt man eigentlich eine Rute und einen großen Korke, läuft am Wasser entlang, schmeißt die immer wieder rein, sieht, wenn der eigentlich nur schnurstracks abtreibt. Und es ist eigentlich kein Platz, wo du viel damit anfangen kannst. Das kann gut sein, muss aber nicht. Meistens ist es auch nicht gut. Wenn der Korke dann irgendwann mal dreht und wieder zurückkommt, wo du Drehströmungen hast, dann kannst du davon ausgehen, dass da am Grund irgendwas ist. Entweder eine alte Bombe trichter, ein Krater oder sonst was. Oder dass gerade Steinschüttung rausgeht unter Wasser, wo das Wasser sich bricht und dreht. Das heißt, ach wieder, das Futter bleibt da sehr gut liegen. Und die Fische kommen immer wieder dort zurück, weil auch auf der Steinschüttung und so weiter sind ja meistens sehr viele Muscheln und alles. Dann kommen die Fische auch immer sehr gern wieder zurück und fressen dort. Also sind eigentlich prädestinierte Plätze, wo man dann auch nicht so extrem viel Futter braucht. Aber wenn ich überlege, wie wir früher Mitte der 90er Jahre angefangen haben, hier auf Karpfen zu angeln, da war ich in so einer Herbstaktion, wenn wir 3, 4 Wochen lang Platz gefüttert und befischt haben, dann sind da mal bei 2 Mann sind da mal ganz locker 500 Kilo Futter über den Jordan gelaufen. Das, wie gesagt, mit der Zeit, wenn du dann mehr Erfahrung bekommen hast und alles. Und mittlerweile, das hatte ich eigentlich, wie gesagt, jetzt, hier habe ich jetzt ungefähr,
habe hier schon 2-3 Mal gefischt die letzte Zeit. Immer nur einen One-Night-Stand, weil ich beruflich letzte Zeit sehr eingespannt war. Immer nur einen One-Night-Stand und habe bis jetzt vielleicht insgesamt in einer 4 Wochen, wo ich den Platz immer mal wieder sporadisch 1-2 Tage befischt habe. Und da habe ich jetzt hier vielleicht, wenn es hochkommt, 100 Kilo Futter gebraucht. Und das hätte man früher, also war es früher ganz locker das 5-fache. Und durch das, wie gesagt, mit einem kleinen bisschen Erfahrung am Fluss, wie gesagt, selbst wenn man nur mit dem Boot entlang fährt, dann kann man auch, wie gesagt, heutzutage ist ja ganz einfach, mit dem Echolot alles drum und dran. Und dann ist es noch viel einfacher. Wie gesagt, ich bin hab da mehr der altmodische Kerl, ich konnte mich an die neumodische Sache eigentlich nie so richtig dran gewöhnen. Ich mache immer noch viel freie Schnauze und viel, wo ich mit der Schwimmerrute unterwegs bin. Und es sind auch viel dahinne, weiter unten ist ein Klärwerkauslauf, wo auch immer wieder frisches Wasser und Nahrung ins Wasser reinkommt. Zwischendrin ist ein Flussauslauf, wo renaturiert worden ist. Und da vorne ist dann, wie den Fluss haben sie damals eigentlich komplett kanalisiert, in Rohre gelegt. Der ist früher mal so 20 Meter flussaufwärts, ist der rausgekommen. Da ist jetzt der alte Auslauf, ist er noch dort. Aber der Fluss ist vor 20 Jahren ungefähr, ist jetzt komplett alles renaturiert worden. Und der läuft jetzt gerade vorne in seinem alten Flussbett, was er früher hatte, läuft er wieder ins Wasser. Dann können wir nachher auch gerade mal gucken, da vorne ist die Infotafel, das kann der Julian vielleicht dann mal filmen, wo die Renaturierung von dem Fluss genau beschrieben worden ist. Hier haben wir auch wieder was, das sich die Natur zurückgeholt hat, was auch für uns Angler teilweise sehr gefährlich ist, der Biber. Man sieht, was der alles umgenietet hat, da die ganzen Bäume, ist ruckzuck, ist alles angefressen. Da hinaus zu ist in der Redickung drin, der Bewuchsen, haben sie schon um die ganzen dünne Bäume haben sie Drahtgeflecht außenrum gemacht, dass der Biber das nicht weiter anfrisst, weil da vorne auch eine Floßgasse mit Boden drin ist, wo sie als Schiffe lachen. Und da ist schon einmal ein Baum auf ein Schiff drauf gefallen und seitdem haben sie ganze kleine Bäume dahin, haben sie alles mit Draht umbaut, dass der Biber das nicht weiter umschmeißt und weiter gefährdet. Hier ist auch was ganz Interessantes. Da sieht man, der Biber frisst sehr viele von den Bäumen, frisst er an. Und sobald sie im Wasser drin sind, hört er auf, hin am Stamm zu fressen, dass er nicht mehr aus dem Wasser raus braucht und frisst dann die vom Wasser her ab. Sieht man, der hat überhaupt keine Krone und nichts mehr. Das hat er von vorne her komplett abgefressen, dass er gefahrlos fressen kann und nicht immer aus dem Wasser raus muss, wie er es hier überall machen muss. Das hat mich wundern, dass dann halt beim Angeln, wo wir immer geangelt haben, nie Probleme hatten, da hängen wir auf einmal in den Bäumen drin und verlieren unsere Fische oder unser Raubfisch, Blinker, Wobbler, alles drum und dran, wo früher nie Hindernis war, hast du, wenn man viel von einem Bäumen im Wasser drinnen liegt, wo du dann von oben her überhaupt nicht siehst. Hat vorhin ein paar Zuppler an der Ruderspitze dran gehabt, war anscheinend Weißfisch unterwegs. Und jetzt habe ich mal nachkontrolliert und hat einer von den Boilies hat gefehlt. Und gucke, ob wir noch ein paar härtere haben, weil der war scheinbar zu weich und haben sie zu schnell runtergefressen. Jetzt mache ich noch eine PVA-Section dran, da ich direkt am Futterplatz noch eine neuere Lockwolle gehabt. Ganz einfach, gerade einen Schlag machen, den Knoten nehmen. Dann hängt das Ding. Das PVA hat sich aufgelöst, die Schnur streckt sich wieder, ist kein Problem. Tagesresümee, wir haben alles gegabbert, aber funktioniert hat es leider nicht.
Nachdem ich heute Morgen den großen Waller so zweieinhalb Stunden gedrillt habe, der hat scheinbar hier alles so komplett durcheinander gebracht, dass jetzt den ganzen Tag hatten wir eigentlich nicht immer mehr richtige Weißfischaktionen, nur ab und zu mal ein Wackler, eine Rudespitze. Wie gesagt, wir haben jetzt weiter gefüttert. Lege jetzt die Rute, ich muss hier ein neues Vorfach binden, weil die Schlaufe aufgegangen ist, muss ich ein neues Vorfach binden, dann lege ich mir wieder aus, um 8 Uhr füttern wir noch einmal nach und hoffe, dass noch irgendwas geht, dass wir euch auch Fisch präsentieren können. Also Resümee zu unserer ersten Nacht am Main. Wie so üblich, wenn man sowas vorhat, so hat, ist leider nichts gegangen. Wir hatten keinerlei Aktion. Ich hatte gestern Morgen längere Zeit einen großen Waller gedrillt, wo hier alles ziemlich durcheinander gebracht hat. Und scheinbar hat er auch im ersten Moment mal für eine Weile die ganze Weißfische nach alles verscheucht, weil nicht immer Weißfischaktionen hatten wir. Aber wie gesagt, wir sind guten Mutes. Wir haben heute Morgen wieder Aktionen auf dem Wasser und hoffe wirklich, dass wir jetzt euch vielleicht noch einen oder anderen schönen Fisch präsentieren können. Und jetzt Grundsätzliches zu der Flussfischerei. Du lernst den Fluss nie kennen. Ich fische jetzt seit über 40 Jahren am Fluss und das Gesicht von dem Fluss hat sich so oft, eigentlich nach jedem größeren Hochwasser, wo sich das Gesicht von dem Fluss verändert. Plätze, wo früher absolut top waren, sind auf einmal durch ein Hochwasser komplett freigeschwemmt worden oder zugeschwemmt worden und dass man dort überhaupt nicht mehr fischen kann. Platzwahl am Fluss ist dadurch eigentlich auch nie einfach. Ein großer Vorteil hat man, wenn man auch viel mit der Raubfischrute unterwegs ist. Und so lernt man den Fluss eigentlich mit am besten kennen. Es sind sehr viele Plätze, wo ich gute Raubfische gefangen habe oder wo ich dann vom Twisterangeln und so weiter gemerkt habe, dass der Boden uneben ist, dass dort viele Hindernisse drin sind, wo es Futter auch liegen bleibt, sind meistens auch sehr gute Plätze, wo man füttern kann. Bei uns am Main, wir haben sehr viele Altarme, wo noch nebenan laufen und so ein Altarm-Ein- und Auslauf ist immer ein sehr guter Platz. Gerade auch wenn es stark regnet, wenn Hochwasser kommt und so weiter, hat man viele Fische, wo in die Altarme reinschwimmen, dass sie sich nicht direkt in die Strömung die ganze Zeit abquälen müssen. Und da habe ich auch schon richtige Sternstunde an so Altarm-Einläufe erlebt, wo ich dann richtig gute Fische und auch große Fische für die Strecke gefangen habe, weil sie einfach nur ins ruhigere Wasser wollte, bis das Hochwasser wieder weg ist, dass sie sich erholen können. Den Platz, wo wir hier haben, wir haben schräg gegenüber, haben wir eine Hafenausfahrt und dadurch ist der Main hier so gut 20% breiter wie eigentlich der Rest von der Strecke, wo ihr herkommt. Das heißt, das Wasser ist ein klein bisschen langsamer, ist eigentlich wieder ein absoluter Topplatz. Wenn ihr Kurvebereiche habt und so weiter, sind sehr gut in die Innen- oder Außenkurve. Das ist immer wechselhaft. Man muss dann schauen, wo das Wasser witströmt. Und dort entstehen meistens auch Kehrströmungen. Das heißt, das Wasser dreht und Futter bleibt viel liegen. Am Fluss lernt ihr nie aus. Im Hochsommer, wenn das Wasser richtig warm ist, ist unterhalb von Schleuse durch die Wasserströmung und so weiter, da du viel mehr Strömung hast, sind richtig gute Plätze. Weil vom Rest vom Fluss hast du wenig Sauerstoff dann drin und unterhalb von der Schleuse, wo durch die Wehre alles aufgewälzt wird und das Wasser viel schlimmer ist, viel stärker ist, hast du dann viel mehr Sauerstoff im Wasser. Und da die Fische ja den Sauerstoff wirklich brauchen, und dann kannst du da manchmal wirklich eine Sternstunde unterhalb von Schleuse erleben. Das hat dann eine wirklich extrem harte Anglerei, weil unter 350, 400 Gramm Blei geht da überhaupt nichts. Was es danach wieder aufs Tackle eingehen lässt, nicht, dass ihr denkt, ihr könnt einfach mit eurem See-Setup einfach mal an den Fluss fahren, könnt Fische fangen, könnt ihr vergessen. Hier am Fluss ist alles immer zwei Nummern gröber. Wie gesagt, an einem See angelt ihr vielleicht mal, wenn ihr auf Weideentfernung ablegt, alles drum und dran mit 100, 140 Gramm Blei. Mit 100
Tram brauchst du hier im Fluss eigentlich überhaupt nicht anfangen, außer du fließt irgendwo in eine große Bucht oder an einem Buhnauslauf, wo keinerlei Strömungen sind. Schnur, also Minimum mal eine 50er Hauptschnur und dann zwischendrin noch eine 60er Schlagschnur geschaltet. Starke Bleie, starke Hake. Nicht mit 6er, 8er Häkchen, wo er im Fluss fischt oder so. Ich glaube, das Kleinste, was ich hier ab und zu mal fische, wenn ich mit ganz kleinen Köder oder mit Partikel fische, ist ein 4er Hake. Aber zu über 90% habe ich Minimum mal ein 2er Hake drauf. Ein richtig starke, massive Hake, weil du hast hier auch richtig massive Flucht und Kraft von den Fischen. Die müssen ihr ganzes Leben lang schwimmen in der Strömung, um da die Gäsche zu halten. Da haben sie auch sehr viel Kraft. Rotpot richtig massiv und stabil aufzubauen. Wenn ihr noch ein kleineres Rotpot habt, wenn ihr nicht euch nicht extra was für einen Fluss kaufen wollt, weil mit Banksticks ist es meistens an den ganzen Flüssen schlecht, dass durch die Steinschüttung und alles kannst du fast nirgendwo Banksticks schlagen. Ich gesagt, wenn ihr nur einen kleinen Rotpot habt und mit dem fischt, dann verankert den auf jeden Fall, binden mit ein paar Heringen am Boden fest. Es ist alles richtig massiv. Du hast hier manchmal Ranz, wo du glaubst, es wäre dir ein Schiff reingefahren in die Rute. So renne ich hier manchmal die Fische ab. Oder sogar meistens. Normale Ranz, Biep, Biep, hast du hier fast nicht. Im Fluss hat man fast wirklich nur Vollranz. Flussfische ist eine sehr futterintensive Sache. Weil es schwimmen ja nicht nur hier ein paar Karpfen rum, sondern es schwimmen viel Karpfen rum in alle Größe. Es schwimmen auch sehr viele andere Fische rum. Barve, Döbel, Brassen und so ein Schwarm Brassen und Döbel, die können mal richtig viel Futter weghauen. Und deswegen eigentlich immer, wie gesagt, wenn ihr vorfüttert, viel Partikel alles drum und dran vorfüttern, um den Platz erstmal zu aktivieren. Und später könnt ihr mit den Partikeln eigentlich ziemlich zurückgehen und dann hauptsächlich wieder Boilies füttern. Und wie gesagt, wenn ihr längere Zeit einen Futterplatz aktiv haltet, wo auch dann funktioniert und läuft, dann kann es ohne weiteres sein, dass du mal über den Herbst, wenn du ein paar Monate dann deinen Fluss befütterst und befischst, dass du da auch schon mal 200, 300 Kilo Futter brauchst. Die Fische im Fluss ziehen eigentlich immer weiter. Ich habe in meiner kompletten Zeit, wo ich hier am Fluss angel, sehr viele Fische gefangen, aber ich konnte sie eigentlich nie auf dem Platz halten. Du hast immer bestimmte Zeitzone, wo die Fische unterwegs sind, wo du sie auf deinem Platz hast und die sind auch schwer rauszufinden. Das heißt, du sitzt mal eine ganze Woche am Fluss und dann merkst du es jedes Mal, die Fische beißen nur an einem Tag, dann beißen sie wieder nur nachts und so kannst du deinen Angel auch einstellen. Da kannst du an einem Tag irgendwo was anderes machen, kommst immer wieder abends mit einem kleinen Tackle-Schirm zurück an deinen Platz und fischst. Oder dann unter dem Tag, da musst du dann immer Wochenend-Sessions machen, wo dann die Fische immer zu bestimmten Zeiten dann bei dir am Platz sind. Die ziehen wirklich Fluss auf und Fluss ab, die sind immer auf der Suche nach Fresse. Und was auch für uns wieder gut ist, weil je mehr der Fisch in Bewegung ist, desto mehr brauche auch zum Futtern, zum Fressen. Und desto besser ist die Chance für uns, dass wir die Fische danach einmal fangen können. Der Main ist ein offenes Gewässer, das heißt, du kannst da ruhig mal einen Platz vorfüttern. Ich mache es sehr gern, dass ich vorfüttere, aber es passiert dann halt auch ziemlich oft mittlerweile sogar, dass du dann irgendwelche andere Leute auf deinem Platz sitzen hast und dann musst du dir halt einen anderen Platz suchen, wo du vielleicht früher schon mal Fische gefangen hast und dann fischst du dann instant und wenn ich nicht vorgefüttert habe, dann mache ich es eigentlich kontinuierlich, dass ich alle 3-4 Stunden ein bisschen Futter in meinem Platz auf eine Strecke, vielleicht von 20, 30 Meter, je nachdem wie viel Platz ich zum Fischen und zum Füttern habe, konstant alle paar Stunden Futter einschmeiße, weil je nach Schiffverkehr und Strömung vom Gewässer ist das Futter auch wieder ruckzuck verschwunden. Ich habe mit vorgefütterten Plätzen gute Erfolge, hatte aber auch mit dem Instant-Angeln, wo ich dann wirklich konstant alle 3-4 Stunden ein paar Kilo Futter eingebracht habe, auch schon richtig gute Erfolge. Man kann nie sagen, du fängst nur auf vorgefütterte Plätze oder du fängst nur instant. Wie gesagt, Fluss muss man eigentlich bei jedem Angeln wieder komplett neu kennenlernen. Zu der Ködergröße. Ich fütter ja hauptsächlich also Minimum mal 2 verschiedene Größen von der Beule, ein Teil geschnitten und so weiter. Und viele Leute erzählen oder machen es, dass sie in Weißfischerseuchte Gewässer oder Gewässer, wo man viel Weißfische fangen kann, nur mit großen Kugeln fischen. Was ich eigentlich, da bin ich durch Zufall irgendwann mal drauf gekommen, war beim Angeln gewesen, hat 2 Eimer Futter dabei gehabt, also Boilies dabei gehabt. Statt 2 Eimer große hatte ich einen Eimer kleine, das waren damals 16er oder 18er, glaube ich, gewesen.
Und auf dem anderen Eimer hatte ich 26er und 30er Kugeln drin. Wie gesagt, hab trotzdem gefüttert, hab danach auf eine Seite kleine Kugeln gefischt, die 18er. Und hab dann festgestellt, dass ich auf die großen Kugeln weitaus mehr Weißfischattacke hat und Weißfische auch gefangen habe, wie auf die kleinen Kugeln. Dann habe ich mir da so gedacht, es ist wahrscheinlich, die Brasse, Döbeln, die komplette Weißfischarten sind richtig komplett verfressen. Stürzt sich als erstes sofort auf die größte Köder, wo da unten rumfliegt und fresset es. Und lasse die Kleine mal nebenbei liegen. Das war in der Sitzung, hatte ich damals, ich glaube, auf die großen Kugeln hatte ich 11 Fische gefangen. Und das war eine Wochensitzung, hatte ich 11 Fische gefangen. War aber nur ein Karpfen dabei. Auf die kleine Kugel hatte ich dann damals nur 7 Fische gefangen, aber waren alle 7 waren Karpfen gewesen. Und seitdem habe ich immer eine große Kugel am Fluss drauf und eine kleine. Es ist meist nach unterschiedlich. Irgendwann fängst du dann, hab auch viel Weißfisch auf die kleinen Kugeln. Aber ich muss wirklich sagen, dass ich gerade im Fluss weitaus mehr Karpfen auf 18er oder 20er Kugel gefangen habe, wie 24er oder 30er Kugeln. Ist komisch, aber die Erfahrung habe ich gemacht. Weiß nicht, warum es so ist, aber wie gesagt, ich habe im Fluss weitaus mehr Karpfen auf 18er oder 20er Kugeln gefangen, wie auf die 24er oder 26er. Jetzt kommen wir zu meinem Setup. Seht ihr hier einen Rodpot, wo man auch schön als Highpot aufbauen kann. Rute, eigentlich als Minimum 13 Fuß Länge. Ich habe am Anfang, hat man ja eigentlich fast keine 13 Fuß Rute gehabt, habe ich viel mit 12 Fuß Rute am Fluss gefischt und habe durch lange Steinschüttung und so weiter, weil ich die Rute nicht hoch genug halten konnte, sehr viele Fische verloren. Deswegen bin ich damals übergegangen, Minimum 13 Fuß Rute zu fischen. Es ist auch, dass du die sehr viel, wenig Schnur im Wasser hast, einen ziemlich steilen Aufbau, weil durch den Druck von der Strömung und wenn Schiffe durchfahren, hast du jetzt flacher aufgebaut und hast viel mehr Schnur im Wasser, verzieht sich deine Montage immer sehr schnell und hast den Ruckzug, bleibt irgendwo eine Steine hängen und du hast Hänge. Jetzt habe ich hier dieses Jahr eine neue Rute von uns, wo teleskopierbar sind. Das sind die KGV 14. Die kann ich teleskopieren von 13 auf 14 Fuß. Wird da ohne gerade aufgetreten, habt ihr dadurch noch weniger Schnur im Wasser drin und noch weniger Schnurdruck, Wasserdruck und Schiffbewegung auf meine Schnur drauf. Und meine Montage bleibt eigentlich mit einer 170 Gramm extrem gut liegen. Jetzt beim viel flacheren Aufbau oder mit kurzer Rute, du hast dann wirklich viel mehr Schnur im Wasser drin. Und man kann gar nicht vorstellen, was bei, hier fischen wir ja hauptsächlich Minimum mal 40er Hauptschnur, was dir die Montage nur durch die Strömung beim flachen Aufbau mit sehr viel Schnur im Wasser verzieht. Jetzt durch den hohen Aufbau, was wir hier haben, die ganz lange Rute und den steilen Winkel, dann hast du sehr wenig Druck auf deine Schnur drauf und deine Montage bleibt wirklich sehr gut liegen. Eine Rollenempfehlung von mir, nimm für einen Fluss wirklich eine Rolle mit einem sehr schnellen und guten Schnureinzug, weil ihr habt meistens sehr lange Steinschüttungen, dahinter habe ich sogar einen Platz, da ist eine Mauer im Wasser drin und da wirft man über die Mauer drüber und hast jetzt eine langsame Rolle mit, sagen wir so, 60, 70 cm Schnureinzug. Dann hast du im Großen und Ganzen, kannst dich beeilen, wie du willst, hast du jede zweite, dritte Montage, reißt du ab und verminst da Gewässer immer zu. Wie gesagt, da habe ich dann Rolle genommen mit mindestens 1 Meter bis 1,20 Meter Schnureinzug pro Spulehub. Und da habe ich eigentlich die Verluste von meiner Montage und so weiter extrem reduziert, fast auf Null runtergefahren. Also wie gesagt, nehmt wirklich eine schnelle Rolle mit einem guten, schnellen Schnureinzug und kurbelt schnell beim Einholen. Weil ihr Kurbel jetzt langsam reut, durch die Schwere, das Schwere bleibt ihr wirklich lange am Grund. Dann seid ihr vorne an der Steinschüttung, bleibt hängen. Durch die Schlagschnur, was ihr dann vorne dran habt, dann reißt er immer so 10, 12 Meter auf jeden Fall ab. Und mit der Zeit habt ihr Gewässer, wo ihr, oder einen Platz, wo ihr fast nie Hänger hattet, auf einmal Hänger ohne Ende, weil er in eurer eigenen abgerissenen Montage hängen bleibt. War eine Empfehlung von mir, wie gesagt, wirklich nehmt schnelle Rolle. Ich habe jetzt halt von uns Rolle, aber ihr könnt euch wirklich jederzeit, auch wenn ihr euch Rolle für einen Fluss kauft, massiv, stabil, große Schnurfassung, wo ihr auch viel 40er oder 55er Schnur drauf machen könnt. Und vor allem muss es schnell sein. Ein ganz schneller Schnureinzug, wie zum Beispiel unser Kaifun, die neue, was ich jetzt hier habe, die hat 1,10 Meter Schnureinzug pro Spulehub.
so, wir stehen jetzt vor der zweiten Nacht. Hat sich jetzt heute unter dem Dach leider auch wieder nichts getan. Auch sehr wenig Weißfischattacke, weswegen wir auch das Füttern ein kleines bisschen eingestellt haben. Ich hole jetzt beide Ruten noch einmal neu raus. Kontrolliere die Montagen, die Haken auf noch alle scharf und spitz sind, mache dann eine PVA-Sechsche dran und werfe die Rute noch einmal raus und schmeiße dann pro Rute noch einmal so 2-3 Schaufeln Futter raus. Vielleicht funktioniert es ja. Leider ist unsere letzte Nacht auch fischlos geblieben. Wie hat die Oma immer gesagt, Leben ist kein Wunschkonzert. Und letztens müssen wir natürlich ziemlich schnell abbauen, weil ich fort auf Arbeit muss, weil ich heute eine Schulung habe, an der ich teilnehmen muss und nicht freinehmen konnte. Ich gesagt, wir haben alles gegeben, haben alles versucht. Wir konnten euch dieses Mal leider keinen Fisch bieten, aber das ist Flussanglerei. Da kannst du machen, was du willst. Manchmal läuft es hundertprozentig. Wie gesagt, eine Vorbereitung sind die Plätze eigentlich gelaufen. Und jetzt, wo wir wirklich was gebraucht haben, machen wollte, hat es nicht funktioniert. Aber wir haben jetzt ein paar schöne Tage, hatten ein paar super Gespräche, die Julian und ich. Hat richtig Spaß gemacht. Und vielleicht können wir es dann nochmal wiederholen und können euch einen Fisch bieten. Ciao, macht's gut, bis demnächst.